Der Herr sagt, ich rufe euch heraus, denn meine Urteile werden vom Himmel regnen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Kommt heraus aus den Kirchen der Menschen, und ich werde euch empfangen. 7. Oktober 2010 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Hört das Wort des Herrn. Das sagt der Herr. Bereitet eure Herzen zu, meine Leute. Ja, spitzt eure Ohren und hört zu, alle, die sich selbst Christen nennen. Hört aufmerksam zu und beachtet meine Worte, denn ich bin es, euer Erlöser, der spricht. Und schaut, ich werde tatsächlich meinen Mund noch einmal öffnen, und der Klang der letzten Trompete vor der Zeit soll vernommen werden. Die Linie ausgelegt, die Trennung vollbracht und die letzten meiner Bräute herausgerufen, sagt der Herr. Doch was ist mit all diesen, die dem Klang meiner Stimme keine Beachtung geschenkt haben, die sich immer von meinen Anordnungen abwenden? Was ist mit all jenen, die halsstarrig sind und es ablehnen, aus den Kirchen der Menschen herauszukommen? Menschen, die sich in ihrem Stolz daran festhalten. Arrogante Versammlungen, die den Herrn, ihren Gott, komplett verlassen haben. Sie werden sicherlich sterben. Doch all jene, die den Namen des Herrn an jenem Tag in Wahrheit anrufen, mit aufrichtigen Gewissensbissen und Reue, werden befreit werden. Allerdings wie durch das Feuer gehend. Denn ich sage euch die Wahrheit, da gibt es tatsächlich den Tod eines Menschen in den Tod und der Tod eines Menschen ins Leben. Doch jener, der bereitwillig sein Leben in dieser Welt aufgibt, meinetwegen, jener ist bereits vom Gericht ins Leben übergetreten. Deshalb rufe ich, der Herr, Gott von Himmel und Erde, ja, ich rufe euch heraus. Ich rufe euch zu, aus ihnen herauszukommen und abgesondert zu sein, damit ihr nicht mehr länger der Unzucht der Kirchen der Menschen ausgeliefert seid, noch gefangen im Schmutz der Heiden. Dass ihr aufhört, Ehebruch zu begehen mit all diesen fremden Männern mit unreinen Lippen, die unter Menschen mit unreinen Lippen verweilen und nicht aufhören, meinen Namen und meine Herrlichkeit zu beschmutzen. Ihr werdet aber nicht herauskommen, noch werdet ihr diesen anderen Weg, den ihr gewählt habt, aufgeben. Denn ihr streckt immer die Hand aus gegen die Reinigung des Geistes. Ihr lehnt das Wort des Herrn immer ab, deshalb, weil ihr die Stirn einer Hure habt und euch weigert, beschämt zu sein, und weil ihr eure Herzen komplett verhärtet habt gegen mich. So hört das Wort aus meinem Mund und betrachtet die Empörung des Herrn. Ich bin gegen euch, ihr Kirchen der Menschen. Ja, auch ich bin gegen euch. Ich bin gegen eure Führer und eure Ältesten. Ich bin gegen eure Gemeinden und eure Gastsprecher. Ich bin gegen eure verdorbenen Lehren und Traditionen. Ich bin gegen euch, sagt der Herr. Und was eure Vorväter betrifft, sie werden sicherlich an jenem Tag antworten, was ihre Übergehung von mir und meinem Wort betrifft, wenn sie aus der Grube hervorgerufen werden, wenn sie in ihren Gräbern aufstehen, um Rechenschaft abzulegen für jedes ihrer Worte und für jede ihrer Taten, die sie in meinem Namen ausgeführt haben, um ihn zu beschmutzen.
doch über diese Generation, die sagt, wir sind ganz wach, unsere Augen sehen, unsere Ohren hören und unser Mund spricht die einzige Wahrheit, habe ich schon den Ruin beabsichtigt. Ja, über diese Generation und über die Kirchen der Menschen habe ich ein großes Verderben beabsichtigt. Ich habe Zerstörung vorbereitet und werde große Katastrophen über all diese Häuser bringen, die meinen Namen ohne Erlaubnis tragen. Denn ich werde jedes Dach entfernen, unter welchem ihr Zuflucht gesucht habt, und ich werde jede Mauer niederreißen, hinter welcher ihr versucht habt, eure Position zu stärken. Denn ihr habt gewiss gegen mich rebelliert und die Wahrheit entheiligt von dem, wer ich bin. Und dies alles um eurer ungerechten Sache willen. Schaut, mein Urteil ist schon verkündet und es wird kommen. Und an einem Tag, wo ihr es nicht erwartet und zu einer Stunde, wo ihr nicht danach Ausschau haltet, wird das Unglück plötzlich über euch hereinbrechen. Schaut, es wird euch überraschen. In einem Moment und in einem Augenblick werden große Scharen zu Fall gebracht und ruiniert werden, sagt der Herr. Deshalb sagt der Herr, Kirchen der Menschen, entfernt euch von meinem Thron. Hört auf, mich in eurem eigenen Bild zu erschaffen. Zieht eure Hand von diesem anderen Jesus zurück, den ihr hochhaltet. Lasst jedes Götzenbild fallen. Lasst jedes Idol in Stücke bersten. Oder dachtet ihr, dass meine Augen verschlossen seien gegenüber euren Verstößen und Übertretungen? Dachtet ihr, dass ich es nicht sehen würde? Dachtet ihr, ich hätte meine Ohren abgewendet und würde es nicht hören? Denn ihr habt sicherlich gegen mich gesündigt, ihr Kirchen der Menschen, deshalb werde ich euch reinigen und aufwühlen. Ich werde euch disziplinieren und erschöpfen, vom kleinsten bis zum größten dieser Häuser. Ich werde jedes eurer Fundamente schütteln, bis all eure Säulen bröckeln, einstürzen und vor euren Augen in Stücke brechen, welche ihr in eurer Arroganz aufgebaut habt, um eurer Eitelkeit Ruhm zu bringen. Denn ich bin der Herr und ich werde meinen Ruhm nicht teilen. Deshalb soll kein Mensch im Namen des Herrn sprechen, außer ich selbst habe ihn gesandt, außer ich selbst habe ihn berufen, dass er sprechen soll. Er soll stille sein, er soll seinen Mund nicht öffnen. Belügt euch nicht selbst, ihr Pfarrer, Prediger und Führer unter den Menschen, denn ich weiß, wen ich gesendet habe und wen ich senden werde. Belügt euch nicht selbst, noch soll eine Gemeinde sich bemühen, meinen Namen auf ihre Gotteslästerungen zu platzieren, als Deckmantel, um ihre Ehebrüche zu verbergen, indem sie den Heiligen von Israel öffentlich beschämen. Denn ich bin der Herr, ja, ich bin er, und ich habe es gesehen. Denn ihr habt mich sicherlich betrogen, Kirchen der Menschen. Ihr seid alle zusammen geworden wie jemand, der einen Verrat begangen hat. Ihr seid keine Braut, noch ist da eine Jungfrau unter euch. Schaut, ihr seid alles Huren, Töchter der Unzucht, Frauen, die Geld verlangen für ihre Dienste, schwerbeladene Frauen, von Schuld erfüllt. Ihr seid Gefangene, die von ihren eigenen verdorbenen Lehren gefangen gehalten werden, angekettet durch ihre eigenen schmutzigen Traditionen, Lehren und Traditionen, über welche die Heiden lachen. Ja, sie johlen und lachen über das, was ihr von ihnen geborgt habt, indem ihr das Heilige mit dem Unheiligen, das Reine mit dem Unreinen,
und das, was in großer Ehre hätte gehalten werden sollen, mit dem Verachtenswerten vermischt. Lehren und Traditionen, die ich hasse. Kirchen der Menschen, ihr seid unrein. Folglich ist alles, was ihr für euch selbst und durch euch selbst zu eurem eigenen Ruhm aufgebaut habt, bereit für das Unglück, für die Zerstörung, die rasch kommt. Denn der Herr, euer Gott, hat es gesprochen, und so wird es sein. Deshalb kommt heraus, schaut, auch ich werde es noch einmal klar und deutlich sprechen, damit ihr entkommen könnt. Söhne und Töchter der Menschen, kommt heraus aus den Kirchen und seid mit mir vereint, denn ich bin eure einzige Zuflucht, der Herr. Ja, ich, euer Erlöser, rufe euch zu. Kommt aus den Kirchen der Menschen heraus. Ihr sollt abgesondert sein und mich nie mehr auf jene Art anbeten. Ihr sollt nie mehr das Unreine berühren. Ihr sollt nie mehr Scheinheiligkeit in eure Ohren eintreten lassen. Ihr sollt nie mehr mit jenen zusammensitzen, die meinen Namen beschmutzen und sich auf ihr eigenes Verständnis verlassen. Jene, die ihrer eigenen Gerechtigkeit vertrauen, während sie auf ihrem selbst erschaffenen, stolzen Thron sitzen. Ein verdorbenes und hochmütiges Volk, das sich auf seinen eigenen Lorbeeren ausruht, wodurch es sich selbst äußerst hochachtet, und sie suchen immer das Lob und den Ruhm der Menschen. Meine Leute, kommt heraus aus ihnen, rennt von all jenen weg, die dieses Wort zurückweisen und die Hand gegen meine Boten ausstrecken, die festhalten an all diesen Lehren der Menschen, die ich hasse. Verlasst all diese rebellischen Häuser schnell, welche die Korrektur ablehnen und ihre Ohren vor der Wahrheit verschließen. Denn sie verschließen ihre Ohren immer, damit sie die Stimme des Herrn ihres Gottes nicht hören. Und sie wählen lieber, jene zu verfolgen und zu verleumden, die ich zu ihnen gesandt habe. Schaut, ich bin zu einem Idol geworden für sie, welches sie in ihr eigenes Bild umgestaltet haben. Entheiligung, große Gotteslästerung. Deshalb, weil ihr für euch selbst Idole gemacht habt, viele Götzenbilder, und weil ihr Ehebruch begangen habt wie eine eigensinnige Hure, indem ihr Männern mit charmanten Zungen und cleveren Lippen erlaubt habt, ihren Weg mit euch zu haben und Herren über euch zu sein, Männer in Autorität, die immer gegen mich kämpfen, durch Wort und Tat, ja bis zum Verfolgen meiner Boten. Deshalb sagt der Herr, entsprechend dem, was aus euch geworden ist und wofür ihr steht, so werdet ihr behandelt werden. Kirchen der Menschen, ihr kreuzigt mich ohne Unterbruch mit allem, was ihr sagt und tut. Wieder und immer wieder stellt ihr den Schöpfer des Lebens öffentlich bloß. Ihr beeinträchtigt mein Bild mit euren abscheulichen Lehren. Und ihr spuckt auf mich mit all euren verachtenswerten Traditionen. Ihr formt und gestaltet mich entsprechend den Vorgaben eurer eigenen bösen Herzen. Satan hat euch getäuscht und irregeführt, und seinen Wünschen habt ihr Beachtung geschenkt. Seine Lügen habt ihr verbreitet. Er ist niemals auf der Seite der Wahrheit gewesen, denn es gibt keine Wahrheit in ihm. Tatsächlich ist er der Vater aller Lügen, und ihr habt ihn willkommen geheißen. Dadurch missachtet diese Generation die Stimme des Herrn ihres Gottes immer, und sie wird seine Korrektur nicht annehmen. Die Wahrheit ist unter ihnen komplett verschwunden. Schaut, sie wurde aus ihrem Mund entfernt.
Kirchen der Menschen, sollt ihr die Gebote Gottes aufgeben und dies mit Erlaubnis in meinem Namen und euch dann zu eurem Bruder umdrehen und sagen, wir sind frei, all diese Dinge zu tun und mich damit zum Urheber eurer Sünden machen? Berührt das Gebot nicht, zieht eure Hand zurück und entweiht das Heilige, Gesetz nicht. Denn das, was geschrieben wurde, durch den Finger Gottes, wurde in unvergänglichen Stein geätzt und mit ewigem Feuer geschmiedet. Deshalb wehe jedem Menschen, der sich bemüht, das Geschriebene zu verändern oder das Gesetz unwirksam zu machen. Denn der Tod wartet an der Türe und der Mund der Hölle ist weit offen, bereit, jene zu empfangen. Deshalb sagt der Herr, ich habe Anklage erhoben gegen euch Kirchen der Menschen und mein Urteil wird schnell sein und eure Disziplinierung ernst und ihr werdet alle gebrochen sein am Tag eures Ruins. In der Tat muss das Urteil im Tempel Gottes beginnen, welcher jeder von euch sein sollte. So war es verordnet und so muss es sein. Es hat begonnen. Schaut, der Ruf ist hinausgegangen und wird weiterhin hinausgehen, bis die erste Trennung abgeschlossen ist. Dann wird das, was ich für eure Häuser beabsichtigt habe, sofort folgen. Es ist bereits hervorgekommen, um euch aufzurütteln und aufzuwühlen, damit ihr aus euren Orten wegbewegt und herauskommen könntet, um hart auf eure Gesichter zu fallen und Buße zu tun. O meine Leute, wieso steht ihr trotzig? Warum versteift ihr euren Nacken und runzelt eure Stirn? Wie kommt es, dass ihr sagt, ihr seid meine Leute, und doch reißt ihr weiterhin den Mund auf und schüttelt den Kopf, indem ihr den Herrn, euren Gott, versucht? Denn ich sage euch die Wahrheit, es wird auf keinen Fall beendet sein, bis das letzte eurer abscheulichen Heiligtümer niedergerissen ist und ihr gebrochen seid, bis die Erhabenheit der Menschen eliminiert ist und die Rebellischen völlig am Boden zerstört sind. Denn an jenem Tag werde ich gewiss mein Gesicht gegen die Erde und jeden ihrer Bewohner richten, sagt der Herr. Schaut, an jenem Tag werde ich sicherlich herunterkommen und jeden Gott der Heiden töten, welchem sie Opfer dargebracht haben, zu welchen sie gebetet und sich niedergebeugt haben, jene, die sie vergeblich angebetet haben. Sogar der Gott der Söhne von Ismael wird an jenem Tag sterben, denn er ist kein Gott, er sieht mir überhaupt nicht ähnlich, er ist eine Fassade des Teufels, eine aufwendige Täuschung von Satan, dessen Herz zornig ist, dessen Wege eine unendliche Beleidigung sind. Denn aus seinem Herzen erklärt er, ich werde den Namen des Herrn entheiligen und die Majestät seines Wesens beschmutzen. Schaut, ich werde die Nationen veranlassen, mich anzubeten und meinen Worten zuzuhören. Ja, ich werde die ganze Welt täuschen. Und wer soll sie aus meiner Macht oder von den vielen Fallen, die ich vor sie gesetzt habe, befreien? Und schaut, die Menschen werden den Gott von Israel hassen und sein erwähltes Volk verabscheuen. Ja, sie werden sich unter mir und meinem Diener versammeln, und wir zusammen werden eine große Armee gründen. Und die Dunkelheit wird vorherrschen anstelle des Lichts. Und der König, der war und ist und kommt, wird besiegt werden. Schau, ich bin gegen dich, Satan, sagt der Herr dein Gott. Sogar ich, Jahwe, der Vater aller Nationen, bin gegen dich. Deshalb wirst du sicherlich zu Schanden werden. Und wie die Tiere des Feldes die hohen Gräser zertreten, so werden meine Leute auf dich treten. Denn so sind all deine Pläne vor mir und so sind all diese falschen Götter vor mir. Trockenes Gras, heute hier,
und morgen ins Feuer geworfen. Ich bin der Herr. Schaut, wie ich es beabsichtigt habe, so wird es ausgeführt werden, und das, was ich zulasse, wird auch so sein, doch nur für eine kurze Zeit. Denn an jenem Tag und in jener Zeit wird der Name des Herrn, der Heerscharen, die ganze Welt dazu veranlassen, zu zittern, und der Klang der Stimme des Heiligen wird viele mächtige und starke Nationen erschlagen. Eine große Schar von Erschlagenen, durchbohrt von dem Schwert aus seinem Mund, viele Zehntausende verzehrt und zerstört im Glanz seines Kommens. Zerstörung von dem Allmächtigen, sagt der Herr. Und wie die Erde stöhnen wird an jenem Tag, denn die ganze Erde wird sich anheben und die Bosheit der Menschen abschütteln. Das Land wird sich heftig schütteln und auseinanderbrechen und alles zerstören, was die Menschheit aufgebaut hat. Und schaut, ein verzehrendes Feuer wird vom Himmel herunterkommen und den ganzen Erdboden reinigen, sagt der Herr. Denn die Herrlichkeit des Herrn wird kommen, um auf den Bergen Israels zu ruhen. Und schaut, jedes Tal wird erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Die schiefen Orte werden begradigt und die rauen Orte besänftigt werden. Denn ich bin der Herr, ja, ich bin er, der den Sieg gesichert hat vom Anbeginn der Welt und das Gericht ankündigte, bevor die Menschen auf der Erde wohnten. Ja, ich bin er, der das Ende vom Anfang an erklärt hat, der Heilige, der war und ist und kommt, der Allmächtige, der Herr von allen, der Schöpfer von Himmel und Erde, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bin ich er. Deshalb frage ich euch, wer sind all diese, die ihren Mund aus Dummheit geöffnet haben, um dem lebendigen Gott Vorwürfe zu machen? Und wer sind all diese, die eine Form von Göttlichkeit zeigen, aber die Macht davon leugnen? Was für einen Teil habe ich mit all diesen Häusern, die sich bei meinem Namen nennen? Und welchen Teil habe ich mit all diesen Kirchen der Menschen, die den Namen des Herrn mit allem lästern, was sie sagen und tun? Ich sage euch die Wahrheit. Ihr seid alle wie Fremde für mich. Immanuel ist an euch vorbeigezogen. Denn ich hatte meinen Geist auf euch ausgegossen, damit ihr im Licht meines Kommens gewaschen werden könntet. Auf alles Fleisch habe ich ihn ausgegossen. Doch ihr wolltet nichts von mir empfangen, noch wolltet ihr herauskommen. Stattdessen habt ihr euch von meiner Führung abgewendet und die Tür verschlossen, als ich anklopfte. Denn ihr widersteht laufend der Stimme der Wahrheit. Und ihr lehnt Korrektur ab, sagt der Herr. Das sagt der Herr. Kirchen der Menschen, ihr habt sicherlich die Hure gespielt, genau wie eure Mutter die Hure gespielt hat, in ihrer Unzucht schwelgend. Von Anfang an war sie eine Hure und spielte die Hure, indem sie viele Liebhaber empfing. Sie war niemals auf der Seite der Wahrheit. List und Täuschungen befinden sich laufend in ihrem Mund, und selbst jene, die aus ihr herauskamen und mit dem Finger zeigen, sind wie sie geworden. Denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das Herz des Menschen bleibt hinterlistig und boshaft, und in seinem niemals endenden Streben nach Macht wird er immer korrupter, während er sich laufend bemüht, seinen vermeintlichen Ruhm zu erhöhen, um seine immer ansteigenden Begierden befriedigen zu können. Doch ich sage euch die Wahrheit. Die Reformatoren sind hinuntergeworfen. Jeder von ihnen schläft. In die Grube haben sich alle hingelegt.
ihr großen und erhabenen Kirchen der Menschen, ihr habt euch selbst vergrößert. Euer Prunk erreicht neue Höhen, höher als eure höchsten Türme, mit welchen ihr versucht, den Himmel zu durchbohren. Deshalb werde ich euch sicherlich hinunterwerfen. Alle von euch werden auf dem Boden sitzen, denn ihr widersteht immer meiner Stimme, und in eurer Arroganz lehnt ihr meine Worte ab, da ihr annehmt, dass ihr über jeden Tadel und über jede Rüge erhaben seid. Tiefsitzender Stolz, der mein Wort erstickt und schnell ist, meinen Geist zu lästern. Schaut, ihr habt mich sicherlich gerügt, sagt der Herr. Ihr habt meine Diener verleumdet und falsche Zeugnisse abgelegt in meinem Namen. Gegen mich und meine Boten. Denn ihr sagt, sie haben gewiss einen Dämon, sie haben täuschenden Geistern zugehört, denn Gott würde niemals in solcher Weise sprechen. Doch ich sage euch die Wahrheit, ihr seid es, die ihnen zugehört haben. Ihr seid es, die irre geführt wurdet. Deshalb werden meine Diener getötet und meine Leute der Klinge übergeben. Doch ihr beharrt darauf und sagt, wir dienen dem Herrn, wir sind die Diener Gottes. Ihr habt sicherlich falsch geschworen, denn so wahr ich lebe, sagt der Herr, ihr habt alle gelogen vor mir. Denn so wie es geschrieben steht von meinem Volk Israel, so ist es bis zu diesem Tag mit euch. Ihr seid fett geworden, ihr seid geschmeidig und gepflegt. Ja, eure Taten übersteigen jene der Gottlosen. Ihr gedeiht, aber setzt euch nicht für die Vaterlosen ein, und die Rechte der Bedürftigen verteidigt ihr nicht. Deshalb seid ihr aufgegeben für die Schlacht. Ja, ihr seid alle reich geworden und sehr fett. Ihr seid erfüllt von Stolz. Eure Häuser wurden vergrößert und verbreiten sich überall hin. Deshalb muss jedes hochmütige Haus niedergerissen werden und jede große und verschwenderische Kirche muss ruiniert werden. Schaut, ich werde euch in Stücke reißen, sagt der Herr. Und am Tag meines Zorns werde ich nicht zurückhalten. Denn ihr habt mich sicherlich bestohlen. Ihr habt meine Leute hinuntergeworfen und sie als Beute betrachtet. Unfruchtbare Diener, soll ich nicht zurückzahlen? Soll ich euch nicht strafen für all diese Dinge? Schaut, ich hatte veranlasst, dass mein Name unter den Heiden erklingt und unter jenen in fernen Nationen hatte der Heilige Ansehen gehabt. Doch was ist das, was ich sehe, das an Stärke zunimmt durch diese Generation hindurch? Perversionen jeglicher Art, die öffentlich in den Straßen gefeiert werden. Scharen, die gerne in der Mitte von Sodom verweilen und entspannt unter den Menschen von Gomorra leben. Schaut, eigensinnige Nationen bedecken die Erde und jede Kirche geht ihren eigenen Weg. Deshalb befindet ihr euch im Gericht, du extrem verdorbene und täuschende Generation. Deshalb lasse ich euch durch das Tal wandern, ihr Kirchen der Menschen, denn ihr habt mich alle verlassen. Das sagt der Herr. Schaut, ich habe schon gerichtet und ich bin gekommen, um das Urteil zu überbringen. Denn ich hatte euch zugerufen, ihr Kirchen der Menschen, und zu euch gesagt, kommt heraus und seid abgesondert. Doch ihr habt mich abgelehnt, wie ein stures, eigensinniges Kind strampelt und fuchtelt in der Mitte eines Wutanfalls. So habt ihr abgelehnt, meiner Stimme zu gehorchen. Und ihr werdet auch nicht zuhören, denn ihr seid nicht in der Lage, Korrektur anzunehmen. Wie ein störrischer Ochse, der auf dem Boden sitzt und nicht wegbewegt werden kann. So seid ihr in den Kirchen der Menschen, starrköpfig und unbeweglich.
Deshalb werde ich euch in das offene Feld entlassen und breche euren brachliegenden Boden auf. Und all eure fein ausgearbeiteten Häuser werden keinen Platz haben, denn nur öde Orte werden gefunden werden. Wo da einmal Lachen war, wird nur Jammern vernommen werden. Wo da einmal große Reichtümer waren, wird nur Armut und Elend übrig bleiben. Und wo einmal große Lehrer standen, die laut gepredigt haben in meinem Namen und ihn beschmutzten, schaut, der Klang eines großen Zusammenbruchs, Demütigung, dann eine stille Wehklage, während all eure Werke im Feuer verbrennen, erklärt der Herr. Und jetzt erhebt ihr eure Stimmen noch einmal gegen mich, mit erneutem Eifer, aufgrund dieses Wortes. Deshalb werde ich euch für all diese Dinge bestrafen. Ich werde meine Hand gegen euch ausstrecken und euren Stolz brechen. Denn wie die feste Hand eines Vaters eine arrogante Tochter demütigt und einen widerspenstigen Sohn diszipliniert, so werde ich euch behandeln, ihr Kirchen der Menschen. Denn ihr habt mich sicherlich verlassen, sagt der Herr. Geliebte, ihr habt euren Gott vergessen, und der Heilige, euer Erlöser, ist für euch unerkennbar geworden. Wie werdet ihr dann entkommen? Wie werdet ihr dann befreit werden aus all diesem Tod, der euch umgibt? Wie werdet ihr euch dann vor der Zerstörung verstecken, die rasch von oben kommt? Sie kommt immer näher, um euch das Leben zu nehmen. Denn eure Wege und eure Lehren widersprechen immer der vernünftigen Lehre. Eure Lehren und Traditionen entheiligen meinen heiligen Namen, während ihr euch selbst weiter beschmutzt durch eure Akzeptanz der heidnischen Bräuche und Mythen, die euch von euren Vorvätern weitergereicht wurden. Männer, die Verführer waren und der Korruption übergeben, falsche Diener, die Ehebruch begingen mit den Heiden, und sie haben sich nicht gänzlich von den vielen Hurereien der katholischen Kirche getrennt. Ich sage euch die Wahrheit, sie wird in Stücke gerissen werden. Und doch bleibt ihr Kirchen der Menschen wie sie. Ihr lehrt immer die Gebote der Menschen, welche euch komplett von der Wahrheit weggeführt haben. Denn ihr behauptet, dass ihr mich kennt. Doch mit euren Taten leugnet ihr mich. Ihr seid ungehorsam, abscheulich und untauglich für jedes gute Werk. So wie es geschrieben steht von diesen, die am Anfang gegen mich rebelliert haben, so bleibt es euch betreffend auch bis zuletzt. Euer Mund muss gestoppt werden, denn ihr habt ganze Haushalte zerrüttet. Dinge lehrend, die ihr nicht solltet, um der unehrlichen Bereicherung willen. Denn ich sage euch die Wahrheit, ihr habt ganz gewiss den Geist Gottes gelästert, sagt der Herr. Deshalb werde ich euch scharf zurechtweisen für eure Sünden, mit welchen ihr gegen mich rebelliert habt. Ich werde euch korrigieren und disziplinieren, für eure massenhaften Übertretungen, mit welchen ihr mich bestohlen habt. Denn ich habe in euren Herzen Bosheit gesehen und wie ihr versucht habt, andere gefangen zu halten, wie ihr deren Sünden über ihre Köpfe haltet und richtet, so als ob es ein Haken wäre. Deshalb bleiben eure Sünden bestehen. Deshalb muss eure Disziplinierung ernst sein. Denn wenn ich euch nicht bestrafe für eure Ungerechtigkeiten, wenn ich nicht all eure Häuser niederreiße und euch arm und trostlos machte, könnt ihr keinesfalls mit mir vereint werden, erklärt der Herr.
denn ich habe euch nicht vergessen, noch werde ich euch völlig aufgeben, wie die Bösen. Ich werde mich an euch erinnern, denn ich habe euch gekannt. Nein, nicht wie ihr seid, aber wie ihr sein werdet, wenn ich euren Stolz gebrochen habe und euer Hochmut auf den Boden gebracht ist. An jenem Tag werde ich all eure Reichtümer stehlen, sagt der Herr. Das sagt der Herr, schaut, ich werde sicherlich die Linie ziehen, und alle auf dieser Seite der Linie werden genommen werden, und alle auf der anderen Seite werden auf keinen Fall entkommen, außer durch Feuer und Aufruhr, bis ihren Lippen ein reines Zeugnis entspringt und der Tod kommt, um sie zu befreien, genau wie jene, die im Moment am Zeugnis von Yahushua HaMashiach festhalten und die Gebote Gottes halten, auch ihr Leben aufgegeben haben für mich. Deshalb sollen sich all jene, die Buße tun an jenem Tag, absondern, und sie werden das behalten, was sie aufgegeben haben. Ja, sie werden das Gesetz des Vaters ehren, welches sie in meinem Namen aufgegeben hatten. Ja, an jenem Tag werden sie von mir Zeugnis ablegen, wie ich wirklich bin. Nie mehr werden sie meinen Namen beschmutzen oder die Herrlichkeit meiner Majestät in ihrem eigenen Namen. Sie werden nie mehr ihre Nächsten harsch richten mit einem unverschämten Herzen. Nie mehr werden sie mein Bild unter den Menschen verunstalten mit all diesen abscheulichen Lehren und Traditionen. Ja, meine Geliebten, ihr werdet erneuert werden und alles, was ihr wart, wird an jenem Tag vergehen. Eure eitle Anbetung wird aufhören und alle Bosheit wird aus eurer Mitte entfernt werden. Und ihr werdet für mich ein Zeugnis und ein Zeuge sein, ein großer Rest, dem eine neue Stimme gegeben wird. Denn ich werde euch ein neues Lied in den Mund legen und eure Lippen veranlassen, in Lob auszubrechen, und ihr werdet eure Stimmen mutig erheben, damit das Lied in der ganzen Stadt vernommen wird, bis ihr einschläft. Fürchtet euch nicht, denn auch wenn ihr sterben werdet, werdet ihr überhaupt nicht schlafen. Ihr werdet in einem Augenblick bei mir sein, im Handumdrehen, an dem Tag, an welchem ihr euer Leben aufgebt und aufhört, euer Leben in dieser Welt zu lieben, wie eines, das vergeblich nach dem Wind greift. Ihr behaltet es lieber bis zum ewigen Leben, bis zu jenem Tag, wo eure Liebe vervollkommnet ist in dem Geliebten, der Tag, an welchem ihr Trost findet im Schoß eures Erlösers, der eine, der euer Herz tröstet und all eure Tränen wegwischt. Deshalb sende ich diese letzte Trompete vor der Zeit und erhöhe ihren Klang, ein letzter Trompetenstoß, um die Leute zu warnen, auf der ganzen Erde widerhallend, bis zur Vollendung. Denn schaut, der Tag des Herrn ist dabei, euch zu überwältigen. Denn der große und schreckliche Tag ist sehr nahe, und er wird euch bezwingen, sagt der Herr. Die Urteile Gottes werden vom Himmel herunterregnen auf alle, die sündigen, denn der Wein des Zornes Gottes wird mit voller Kraft in den Becher seiner Abrechnung gegossen, und in seinem heftigen Zorn wird er sicherlich alle auf der Erde daraus trinken lassen. Denn das sagt der Herr, ich habe tatsächlich eine Linie gezogen und den Standard gesetzt. Ich habe sie in die Mitte aller Menschen gelegt, sagt der Herr, und keiner wird sie irgendwie übertreten können, wenn die Zahl voll ist, wenn die erste Auswahl feststeht. Denn in den Tagen von Noah gab es viele Spötter und viele mit einem vorlauten Mund, die gejohlt und gelacht haben, bis zu jenem Tag,
wo Noah in die Arche eintrat und die Tür verschlossen wurde. So wird es sein mit dieser boshaften Generation. Die Tür wird verschlossen sein und viele werden draußen stehen bleiben, ohne Schutz, ohne Unterschlupf, der sie vor dem harten Regen beschützt, der dabei ist zu fallen. Denn seht, ich erzähle euch ein Geheimnis, welches bald bekannt gemacht werden soll. Jene, die herauskommen vor der Zeit, die meiner Stimme gehorchen, werden auf diese Seite übertreten, und jene, die es ablehnen, bleiben auf der anderen. Einer auf dieser Seite und viele mehr auf der anderen. Und jene, die auf diese Seite übertreten und sich denen anschließen, die auf dieser Seite bleiben, werden gepflückt und verborgen werden. Doch einige werden umgepflanzt werden und dienen, während jene, die meine Stimme ablehnen oder sogar gegen mich rebellieren, auf sich selbst gestellt bleiben, auf der anderen Seite der Linie, die der Herr gezogen hat, zurückgelassen, um den Kummer ihres Fehlers zu ertragen. So wird der innere und äußere Hof bemessen sein, und alle, die im äußeren Hof gefunden werden, werden sicherlich sterben, denn sie sind draußen zurückgelassen, ohne einen Weg hinein, obwohl sie sich selbst fälschlicherweise auf der Innenseite wahrnehmen, mit ihrem Rücken gegen die Wand, ihr ganzes Vertrauen in ein Haus setzend, das der Zerstörung übergeben ist und in Kürze niedergerissen wird. Doch jene, die aus ihnen herauskommen, werden in den inneren Hof eintreten, obwohl sie als Ausgestoßene angesehen und fälschlicherweise als Ketzer bezeichnet werden, von ihren Kameraden. Doch diese werden sicherlich leben und all diesen Dingen entkommen, die ich dabei bin zu tun, denn es sind in der Tat viele gerufen, doch wenige erwählt, sagt der Herr. Genauso. Amen. Deshalb kommt heraus aus ihnen, meine Leute, und übergebt euch mir. Kommt heraus aus den Kirchen und seid abgesondert von den Kirchen der Menschen. Berührt nie mehr das Unreine, und ich werde euch empfangen, sagt der Herr. Dreht euch nicht mehr weg von meiner Stimme zu eurem eigenen Schmerz. Denn die Zeit endet und die Ersten von vielen müssen genommen werden. Sie müssen eintreten und die Tür muss verschlossen werden. Denn das Urteil wird vom Himmel regnen und die ganze Erde erfüllen. Deshalb kommt heraus aus den Kirchen, all jene, die Ohren haben und hören. Beachtet den Klang dieser Trompete und kommt heraus, denn dies ist wirklich die Trompete Gottes, sagt der Herr der Heerscharen, euer Erlöser.